Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem Night-Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Amaya, die hier gerade im Regen steht. Wir sind hier noch in der Nähe von dieser Bar, die wir besucht haben, weil wir die Hoffnung hatten, dass wir hier etwas finden, was wir ausgraben können. Aber so viel gibt es hier dann leider auch nicht, was natürlich sehr schade ist. Denn wir brauchen natürlich Geld. Oh mein Gott! Überall ist diese Frau. Ich würde sagen, dann geht sie erstmal nach Hause. Ich habe tatsächlich ja ein neues Grundstück platziert, also ein Café ersetzt. Vielleicht können wir uns da ja ranwagen, da nachher vielleicht mal ein bisschen zu chillen. Pop-off, Girl. Hallo, kleine Kuhpflanzi. Okay, du brauchst gerade nichts. Aber sie könnte eigentlich im Regen duschen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Das geht nicht immer? Das geht nur bei bestimmten Dings oder was? Im Regen spielen. Hä, aber normalerweise kann man doch auch im Regen duschen. Oder können das nur Sims mit bestimmten Traits? Oh, der Regen ist auch vorbei. Sie ist übel müde. Vielleicht macht sie ein Disco-Nickerchen. Unser nächstes Ziel ist ja immer noch, dass wir ein bisschen an Geld kommen, damit wir uns zumindest mal ein Zelt leisten können. Weil dann wäre unser Leben schon ein bisschen einfacher. Ich lasse sie jetzt mal angeln. Okay, jetzt fühlt sie sich zu unwohl dafür. Ja, der Hunger ist schon mies, ne? Look at it. Es sieht viel süßer aus, wenn das hier so steht. Wir können ja mal zum Kaffee gehen. Ich meine, ein bisschen Geld haben wir ja. Und ich weiß, dass es auch vielleicht ein bisschen rausgeschmissenes Geld ist, wenn wir jetzt was zu essen kaufen. Aber sie hat es sich verdient. Sie kann sich ja nicht nur von Chips ernähren. Wir können aber leider nicht da drin nach Dingen wühlen, weil wir da erst was reinschmeißen müssten. Sie fühlt sich zu unwohl, um Essen zu bestellen? Wer kennt es nicht? Sie kann sich ja ein paar Mal Zähne putzen und Hände waschen. Guck mal, dann hat sie zumindest die Hygiene schon mal wieder besser. Wieso können wir nicht zu essen bestellen? Es macht einfach null Sinn. Wir können nach Dingen wühlen. I'm sorry, aber das müssen wir jetzt leider tun. Recyclingmaterial. Recyclingmaterial, we love it. Okay, ein Farbstoff. Das sind zumindest irgendwie 10 Simoleons oder so. Du darfst nicht mit denen reden. Oh toll, Mizuki hat uns jetzt so gesehen. We love it. Hier ist nichts mehr drin, aber hier noch. Wir gehen einfach gleich irgendwie in ein Fitnessstudio oder so. Dann ist das wieder in Ordnung. 9 Simoleons! Boah. Ja, okay. Das hat uns jetzt nicht so viel gebracht. Und zu essen bestellen können wir auch nicht. Hier ist ein Fitnessstudio. Da gehen wir jetzt einmal hin. Damit wir mal kurz duschen. Nimm mal eine erfrischende Dusche vielleicht. Und wenn sie schon hier ist, kann sie auch auf Toilette gehen. Hallo? Warum duschst du nicht zu Ende, Girl? Man kann hier nicht zufällig irgendwie an Essen kommen. Nein. Dann holen wir uns halt doch wieder unsere Chips. Er hat zwar gesagt, dass wir nicht nur davon leben können, aber anscheinend schon. Du kannst doch jetzt nicht hier im Handtuch rumlaufen. Hallo. Nom nom Chips, nom nom. Dann brauchst du gleich eh noch eine zweite Portion, ich weiß es. So, und sie braucht ein bisschen Spaß, deswegen, warum tanzt sie nicht ein bisschen? Sie darf eigentlich gar nicht mit den ganzen Leuten reden, das sind alles Erwachsene. Der Farbstoff können wir für 10 verkaufen. Dann können wir den Frosch auch verkaufen. So, geh zu deinem Grundstück, wo deine Kuhpflanze steht. Du willst nicht zu Hause bezeichnen. Es ist noch nicht so richtig ein Zuhause. Auch wenn wir das gerne hätten. Also selbst wenn wir jetzt so 2000 Simoleons hätten, wir könnten ja nicht... Wir müssen ja irgendwie 3 Räume oder so insgesamt haben, ne? Also ich weiß ja nicht. Nee, du kannst noch ein bisschen im Regen spielen. Okay, so viel Spaß bringt das leider auch nicht. Schade. Leg dich einfach hin. Mizuki! Why? Kann verstehen, dass die immer nach ihrer Tochter suchen, aber leave her alone. Sie versucht am besten nochmal ein bisschen angeln zu gehen. Aus der Kuhpflanze könnten wir ja theoretisch auch Geld machen mit dieser Essenz, wenn wir das dann melkt. Deswegen hätten wir damit dann vielleicht auch eine kleine Einnahmequelle, wenn das klappt. Okay, sie fängt nichts. Kann nicht sein. Immer seid ihr überall. I cannot. Hier ist ja noch eine Bar. I didn't know. Kann ich bei ihnen vielleicht Chips holen? Nein. Hallo, ich möchte was zu essen. Warum auch immer die ganzen Bars immer kostenlose Chips anbieten. Macht eigentlich nicht so viel Sinn, oder? So, was ich mir jetzt vorstellen kann, was sie mal macht. Sie hat halt nicht so ein hohes Sozialbedürfnis und so. Und sie darf eigentlich nicht mit diesen Leuten reden. Was, wenn wir Jeremy eine SMS schicken? Vielleicht reagiert er ja darauf. Und hat Interesse, uns zu sehen. Weil zu viele schnelle Mahlzeiten und Desserts gegessen hat. Och Mann, Maus. Ich glaube, er hat nicht die größte Lust. Ja, und diese Teenager, die wir jetzt so kennengelernt haben, ich weiß nicht, ob sie jetzt einfach denen so schreiben würde. Sie schickt jetzt einfach nochmal eine SMS an Jeremy. Aber so, das sind so die Sachen, woran man erkennt, dass er eigentlich so gar keine Lust auf sie hat, ne? Dass das so eine rein sexuelle Sache ist für ihn. Leider wurde das Gemälde hier nicht beendet. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wie viel kostet denn nochmal ein Zelt? 420 mindestens. Also ich meine, so weit sind wir dann ja schon nicht mehr entfernt, wa? Ihr geht so schlecht, ne? I'm so sorry.
Sie legt sich einfach auf den Boden. Same. Ja, sie hat ihr süßes Sommeroutfit ausgepackt. Vielleicht blockt sie einfach nochmal über Gefühle. Könnte doch was sein. Und hör auf, mit irgendwelchen Leuten plaudern zu wollen. Uns wurde der Platz genommen. Jetzt redet sie mit irgendeinem Kind. Die Abtrünnigen? Excuse me? How old are you? I mean, du kannst ruhig mit dem reden. Also, wir dürfen nur nicht mit Erwachsenen reden. Also, alles, was jünger ist als wir, kein Problem. Sie beleidigt ihn einfach, was? Sie so, wir haben eh nichts miteinander zu tun, da kann ich dich auch beleidigen. Der Platz hier ist wieder frei. Mizuki ruft an. Ihr bekommt kein Kind, excuse me? Eigentlich hätte ich eh nicht dran den dürfen. Stell ich mir auch ganz toll als Promi vor, wenn alle Leute mit aufs Klo kommen. So, sie blockt jetzt ein bisschen. Kann sie nicht einfach hier irgendwas von wem klauen? So an Essen? Wäre schon ein bisschen witzig. Hier, ess die einfach. Los, gönn dir. Ja, Cannoli. Sind jetzt unsere. Sergio findet uns auf jeden Fall kacke. Ja, klar. Judith Ward setzt sich einfach neben uns. Kein Problem. Sie fühlt sich gerade gut? Was ist da los? Wir können wieder in Einrichtungen wühlen. Ha, Müll. In den Müll, in den Müll, in den Müll, Müll, Müll. Heute Abend wird sonst niemand zu Hause sein. Lass uns chillen. Oh. Amaya hat die Einladung angenommen. Muss jetzt sich doch überlegen, wie sie die Verabredung wahrnehmen kann. Sie kann um Erlaubnis bitten oder versuchen zu verstünden, ohne sich erwischen zu lassen. Ja, ich glaube, das ist für uns ziemlich einfach. Wir machen das gleich, aber erstmal wird hier gewühlt. Elaine! 4 Simoleons. 678? Bitte? Und nochmal 4. Ja? Okay, warte. Dann bitte Zähne putzen, Hände waschen. Ein paar Mal. Weil wir möchten ja nicht ganz widerlich zu Luna gehen. Dann geht sie nochmal pipi. Und dann muss sie, glaube ich, zu Hause sein, damit sie das auswählen kann, dass sie zu dieser Party geht. Deswegen, auf geht's, ab geht's. Ich meine, sie will ja dazugehören. Ich kann nichts auswählen. Ich wäre gerne gekommen, Luna, aber ich kann nicht. Vielleicht habe ich auch so lange gewartet. Wir verkaufen auf jeden Fall die Sachen hier im Inventar auch noch. Ey, Hammer. Also nehmen wir auf jeden Fall das hier. Toll. Ist halt die Frage, eigentlich könnten wir uns halt sowas dann auch noch holen, ne? Es war richtig rausgeschmissenes Geld. So, und unsere Kuhpflanze passt ja auf uns auf. So, dann können wir da halt theoretisch so Sachen unterstellen. Wie zum Beispiel einen Mini-Kühlschrank. Und einen Klappstuhl. Er ist doch fast wohnlich hier. Das will die Katze. Es ist schon süß, oder? Guck mal, jetzt kann sie jetzt nämlich sich von zu Hause was zu essen holen. Erbsen. Toll. Kann sie zwar immer noch nicht hier duschen, aber es ist schon mal besser. Wir haben auch keine Mülltonne oder so. Aber wir können den Müll einfach hier liegen lassen, weil ich weiß, dass es diese Trash... Pflanzen gibt. Und damit können wir auch Geld machen. Solange wir kein richtiges Haus haben, können wir das ja so machen. Junge, sie kann vernünftig schlafen. Das ist voll schön. Wildnisratgeber lesen, wie süß. I Dosenwasser, I geht. Aber zumindest kann sie jetzt was essen. Voll schön. Aber die Gute muss mal wieder duschen. So, was, wenn wir Jeremy nochmal eine SMS schicken? Guck mal, hier ist ein Fernseher. Toll. Aber er antwortet halt nie, ne? Das ist so krass. Aber jetzt gerade ist sie voll happy. Aber ich meine, sie hat ja jetzt schon sich ein paar Sachen quasi aufgebaut, in Anführungszeichen. Ich meine, überlegt euch, wenn ihr so mit Null startet, von zu Hause wegläuft und dann habt ihr so ein Zelt und einen kleinen Unterstand, ist doch schon voll geil. Ich weiß zwar immer noch nicht, wer irgendwie fast 700 Simoleons wegschmeißt, aber... Ich habe nicht gecheatet. So, und weil sie jetzt gerade ganz gut gelaunt ist, kann sie ja nochmal versuchen, angeln zu gehen, weil... Wir wollen natürlich trotzdem irgendwann ein richtiges Haus haben, weil jetzt gerade erstmal ist es in Ordnung. Aber wir können nicht für immer in einem Zelt wohnen. Wow, sie hat was gefangen und sie ist Level 3. Hey, 17 Simoleons, Hammer. Eine Schatzkarte, 80! Boah, jetzt geht's los, Leute. Sie mag Angeln nicht. Na gut, das ist okay. Sie darf das ja auch nicht mögen. Ich kann es schon irgendwie verstehen. Aber sie hat jetzt gerade halt auch nicht die Möglichkeiten, irgendwie anders an Geld zu kommen, ne? Also, als nächstes sollte man sich vielleicht um eine Dusche oder so kümmern, so eine Outdoor-Dusche. Because das ist schon ein bisschen blöd, dass wir hier gar nicht bei uns zu Hause duschen können. Ich meine, Klo haben wir ja zumindest hier hinten, aber duschen ist schon echt schwierig. Das hier ist so eine richtige Campingdusche, aber die kostet 335 schon. Da ist diese Wanne hier... günstiger. 150. Die können wir uns sogar schon was leisten. Wenn sie mit sich selbst redet, kriegt sie auch Sozialbedürfnis? So, Luna hat ja an sich Interesse an ihr, ne? Was, wenn wir ihr eine SMS schicken? Vielleicht antwortet sie uns ja. Okay, sie ghostet uns auch. Schreibe mal allen Leuten eine SMS und nie kriegen wir eine Antwort. Angeln? Ich weiß, das ist blöd. Ich hasse Angeln. Ja. Sie übertreibt nicht deine Lage. Sie denkt sich auch so, was ist denn hier los? Sie könnte ja aus Langeweile auch mal ein bisschen Schach spielen, wenn das hier schon so steht, ne? Weil ich meine, sie hat ja eh nichts zu tun. Dann kann sie auch die Zeit ein bisschen sinnvoll nutzen und Logik üben. Vielleicht bringt sie das ja im Leben auch weiter.
Who knows? Vielleicht wird sie ja dann später krasse Professorin, obwohl sie die Schule abgebrochen. Ich glaube nicht, dass das dann noch was wird. Wie süß das aussieht, wenn das hier dann leuchtet. I love it. Dann kann sie hier auch nochmal in den Busch pissen. War jetzt ein bisschen schneller. Heute ist Nacht in der Stadt. Ja, follow. Das heißt, wir können kostenlos überall essen. Die Kuhpflanze möchte gar keine Aufmerksamkeit von mir. Das ist ganz wild. Ja, du bist sauer, weil es hier ein bisschen eklig ist, aber die Pflanze, die wird dir helfen. Nö, wir gönnen uns jetzt was Richtiges zu essen. Ich hätte gerne ein Schokobrötchen. Wir lieben kostenloses Essen. Dann fällt es nämlich auch nicht auf, dass wir arm sind. Wo ist mein Schokobrötchen? Sie hat mir mein Schokobrötchen nicht gegeben. Gemeinling. Dann gehen wir in eine Bar. Da können wir wenigstens immer Essen bestellen. Wie dumm ist das, dass man, wenn man sich zu unwohl fühlt, dass man dann das hier nicht mehr bestellen kann? Hallo. Kyle Kylson. Moini. So, und wir gönnen uns eine Currywurst. Ja, let's go. Dann dance doch auch ein bisschen. Was cool wäre, wenn man hier so Geld verdienen könnte bei so einem Tanzwettbewerb. Ich glaube, das ist so nicht, ne? Und dann kann sie aber auch sich mal einen Drink bestellen. Ja, ihr Lieblingsgetränk. Mal schauen, was es ist. Jetzt geht der schon wieder weg. Ah ja. Was ist denn mit euch immer? Ich möchte bitte mein Lieblingsgetränk haben. Danke. Sie geht eine Phase durch. Sie geht lieber auf Distanz. Sehe ich auf jeden Fall. Ich glaube, die Phase geht auch schon ein bisschen länger. Weil so, ich meine, sie ist von zu Hause weggelaufen. Ich glaube, das könnte man als Distanz bezeichnen. Salziges Lama. Ich dachte gerade, das wäre Wasser. Girl, Mizuki, ich habe keinen Bock. Mann, immer diese Eltern, die ganze Zeit irgendwas mit einem unternehmen wollen, obwohl du die Tochter bist, die gerade weggelaufen ist von zu Hause. Schon seit über einer Woche oder so. Sie findet die DJ-Performance nicht gut. Man kann nicht zufällig Geld bekommen, wenn man DJ wird, oder? Schon wieder nicht beendet. Mann, das hier wurde beendet. Aber das kann ich nicht verkaufen. Das finde ich fies. Ich würde es gern klauen, weil es hätte 600 gegeben. Bevor sie nach Hause geht, kann sie ja noch mal ein paar Mal sich waschen hier. Mizuki, Alter! Nö. Uncoolen Erwachsenen verspotten. So, so sieht's aus. So, und dann verlangen wir Unabhängigkeit noch mal. Die Familiendynamik ist gerade schwierig? Ich denke schon. So, jetzt geht sie einfach. Junge, wie oft sollen wir unsere Eltern eigentlich noch sehen? Die sind ja nur darauf beschäftigt, dass sie uns irgendwie in irgendeiner Form finden und gucken, was bei uns so abgeht. Ist ja auch unnormal, oder? Also sie kann ja einen Wildnisratgeber lesen aus Langeweile. Wow, 100 Zufriedenheitspunkte haben wir bekommen. Dafür, dass wir das abgeschlossen haben mit Nacht in der Stadt. I love it. Kostenloses Essen und Zufriedenheitspunkte. Das ist super. Easy life. Irgendwann können wir uns bestimmt noch irgendwelche Vorteile leisten, die uns was bringen. Ich habe keine Ahnung, was uns irgendwie was bringen würde. Kostenlose Dienste vielleicht. Da brauchen wir aber noch einige Punkte. Oh, und den Fisch können wir noch verkaufen. Sie möchte mit Luna flirten? Wow. That escalated quickly. I mean, anscheinend steht sie ja auf beide Geschlechter. Interessant. Oh, sie mag Gartenarbeit. Süß. Und dann schreiben wir ihr vielleicht nochmal eine glückliche SMS. Vielleicht antwortet sie uns diesmal. Sie ghostet uns immer noch. Aber wir können sie ja auch vielleicht einfach mal direkt einladen. Vielleicht hat sie einfach den Wink mit dem Zaunpfahl nicht verstanden. Oh, sie kommt auf jeden Fall. Hallo. Wir können ja sagen, dass wir sie bewundern. Dann können wir eine tiefgründige Unterhaltung führen. Und vielleicht flirten wir sie einfach mal an. Und gucken, was sie dazu sagt. Vielleicht ist Amaya ja jemand, die sehr auf Angriff geht. Oh, Luna findet's kacke. Wir beschweren uns mal über unsere Eltern. Vielleicht öffnen wir uns ihr gegenüber ja ein bisschen. Sie ist kindisch. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Irgendwann, meine Babys, dann werdet ihr zu Pflanzen. Der Kreislauf des Lebens. Oh, jetzt ist sie schon wieder gemein. Warum? Nein, nicht gemein sein. Stopp. Immer will sie gemein sein. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil sie immer so mies gelaunt ist. Die sind schon voll gut befreundet. Süß. Vielleicht ghosten sie uns dann ja nicht mehr. Oh mein Gott, das geht trotzdem kaputt, obwohl es untersteht. I hate it here. Ich beende jetzt hier den Part. Ich finde, wir sind im Vergleich zum letzten Part auf jeden Fall ein bisschen weitergekommen mit unserem Leben. Wir haben zumindest so ein bisschen was für uns unterstellen können, was uns gehört. Das ist großartig. Ich meine, davor hatten wir nur eine Kuhpflanze. Im Vergleich dazu haben wir uns auf jeden Fall gebessert. Und wir haben eine Freundin gefunden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Wenn wir nochmal 600 Simoleons finden in Müll, sage ich nicht nein dazu. Dann ist unser Haus nicht mehr so weit entfernt, sage ich. Aber ich glaube, das war nur ein Glückstreffer. Ich hoffe, es hat euch heute auch wieder gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!